Hallo Leute, heute zeige ich euch die für mich perfekte Einstellung, um Videos mit der GoPro aufzunehmen. Zuerst fangen wir einmal mit der Auflösung an. Hier kann man entweder 720 wählen, wenn man super Slow Motion machen möchte, da man hier die Möglichkeit hat, bis auf 240 Bilder pro Sekunde einzustellen. Ich wähle meistens aber 1080 bei 50 Bildern pro Sekunde. Bei schlechten Lichtverhältnissen kann man die Bilder pro Sekunde auch heruntersetzen, da dann die Videoqualität besser wird. Jetzt kann man noch das Sichtfeld auswählen. Hier wähle ich meist Wide oder Superview. Wem der Fischaugeneffekt nicht gefällt, kann aber auch linear oder eng auswählen. Nun kommen wir zum wichtigsten. ProTune. Wer mit seiner GoPro absolut zufrieden ist, braucht diese Option nicht unbedingt wählen. Wer aber mehr aus seinen Videos holen möchte, der sollte ProTune aktivieren. Hier geht es los mit der Farbe. Von Haus aus ist ausgewählt die GoPro-Farbe. Hier hat man aber weniger Möglichkeiten, danach zu bearbeiten und zu verbessern. Daher wähle ich Matt. Jetzt kommen wir zum Weißabgleich. Hier ist von Haus aus Auto ausgewählt. Um die größte Möglichkeit der Nachbearbeitung zu bekommen, wähle ich allerdings Native. Jetzt kommen wir schon zum ISO-Wert. Hier sollte man das Ganze möglichst niedrig halten. Bei gutem Licht reicht 400 völlig aus. Wenn das Licht etwas schlechter wird, dann kann man auch etwas höher gehen. Man sollte allerdings darauf achten, nicht zu hoch zu gehen, da dann das Bildrauschen enorm zunimmt. Ich wähle daher 400. Das sollte man aber je nach Lichtverhältnissen dann auswählen. Jetzt kommen wir zum Auslöser. Beim Auslöser kann man die Dauer einstellen, wie lange Licht auf den Sensor eintrifft. Hier halte ich das Ganze allerdings bei Auto, da die GoPro von selbst sehr gut auswählen kann, wie lange der Sensor geöffnet bleiben soll. Nun kommen wir zur Belichtungskorrektur. Bei der Belichtungskorrektur würde ich die Werte von 0 bis minus 1,5 in Betracht ziehen. Das sollte man allerdings vor Ort den Gegebenheiten anpassen. Jetzt kommen wir zur Schärfe. Bei der Schärfe hat man die Möglichkeit, zwischen hoch, mittel und niedrig auszuwählen. Hier kommt es darauf an, ob bei eurem Videoschnittprogramm die Schärfe explizit einstellbar ist. Bei iMovie zum Beispiel ist das nicht möglich, daher wähle ich meist hoch aus. Wer allerdings Magix oder ähnliche Produkte verwendet, der kann auch mittel oder niedrig einstellen und hat so die größtmögliche Individualisierbarkeit. Nun kommen wir zu Audio. Wer die Audiodateien nicht mit einem professionellen Nachbearbeitungsprogramm bearbeiten möchte, sollte dies auf Aus lassen. Daher wähle ich auch diese Option aus. Das sind für mich die besten Einstellungen, um mit der GoPro Videos aufzunehmen. Hat man nun seine Videodateien auf dem PC geladen, kann man sie, wie zum Beispiel hier im iMovie, perfekt nach seinen Vorstellungen aufbereiten.